große Seele und ein Small Orange Burr. Das sind die Dinge, die kurzfristig Resistenzen geben gegen Dunkelheit, Magie und dergleichen. Also bis hier. Oh, ein neuer Gegner. Hallo? Oh oh. Ja, das ist gut. Verhakt auf dem Boden, da können wir dich wechseln. Zaubern. 630 Seelen. Also was Gegner angeht, gutes Gebiet. Die kleinen, die man fast one-hitten kann, die großen hier, die träge sind. Und schön viele Seelen geben. Die da sind manchmal ein bisschen nervig. Wenn man halt Teleskop benutzen muss, aber na gut. Oh, da ist noch einer. Weg mit dir. Komm, verhack dich im Boden. Viel toller. Weg. Weg. Wieder 36 Seelen. Oh, ich habe das Gefühl, ich könnte mich hier verlaufen. Aber wir haben bisher nur einen Weg, richtig? Wir kommen von der Brücke da. Alles, was vor der Brücke lag, haben wir abgeklappert. Okay. Schneller, 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 schneller. Ja, also wir kriegen die kaputt, bevor die überhaupt an uns rankommen. Das ist sehr gut. Us. Aromatischer Us. Also riechender Schleim. Oh. Da hinten ist ein Eingang. Nicht hier. Hier. Large Soul. Und ein Morgenstern. Ah, das könnte der Morgenstern sein, den Gebugon bis zum Ende des LPs hatte. Und immer noch hat im New Game Plus. Oh. Also sehr gute Waffe und so. Du weg. Ah. Sniper. Sniper. Au. So, stopp, bevor ich weitergehe, orientieren. Das da oben ist die Brücke, wo ich hin wollte, aber nie hinkam. Von der Brücke da unten kommen wir her. Und da unten haben. Au. Da unten haben wir, glaube ich, jetzt fast alles gemacht. Au. Da ist noch Loot. Aber da scheint auf dem Weg zu der großen Brücke zu sein. Hier ist eine Brücke, die aber zu hoch ist. Brauchen wir wohl einen Schalter für. Hier sind ganz viele Nachrichten. Lass mich raten. Schalter hier lang? Nee, Vorsicht vor oben. Vorsicht vor oben. Oben? Ah, oben. Dankeschön. Raid. Raid. So. Schalter drücken. Crunch. Und dann wird die Brücke wahrscheinlich... Ja, bewegt sich. Gut. Bin echt gespannt, was da oben im Schloss drin ist. Wenn das ein Schloss ist. Wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie die Außen. Das ist der riesige Schwerter. Okay, ich bin nicht mehr gespannt, was da drin ist. Das erinnert mich an einen gewissen Hund. Er hatte auch so ein großes Schwert. Okay, nicht so groß, dass man es aus einem halben Kilometer Entfernung noch als groß definieren würde. Aber es war groß. Was haben wir hier? Hä? Versuche es ja nicht, ich habe versagt. Was? Also darauf zu rollen, darauf zu springen? Ja, nee, lass mal. Also es gibt Leute, die sehen sowas als Herausforderung. Die sehen irgendwelche Punkte in der Welt und versuchen dann darauf zu kommen, um dann da drauf eine Markierung zu schreiben. Bonfire. Ja, das ist korrekt. Vorsicht vor Fluch. Sieh genau hin. Da. Ja. Juhu. Oh, und ich höre... Was? Ich dachte, ich höre die Versteinerungstypen, aber nein, es waren Skelette.
Eigentlich wollte ich zum Leuchtfeuer. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Was war das? Oh, Nekromanten. Ich glaube, wir sind wirklich in der Nähe der Stadt der Untoten. Und das hier ist das Gebiet, wo die Nekromanten waren. Oder wir sind zumindest in der Nähe von dem Gebiet, wo die Nekromanten waren. Abgeschlossen. Moment mal, ich muss da gar nicht rein. Oder verpasse ich das Leuchtfeuer? Ja, nee, ich will nichts verpassen. Also wir gehen da jetzt rein, wir töten das Skelett und laufen weiter. Oder ich töte das Skelett. Benutze dann so ein Schmetterlingsding. Und mach das Licht an. Die Skelette mögen vielleicht kein Licht. Magst du Licht? Steht nicht mehr auf. Also es könnte mit dem Licht zu tun haben. Oder muss ich einfach nur zweimal töten. Da kommt noch einer. Oder irgendwo ist auch noch ein Nekromant und der ist gerade faul. Da hinten zum Beispiel. Jupp. Oh. Roll ich weg von zwar sowas von. Wow. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Da. Das war gerade sehr philosophisch. Wenn es nicht mitten in einem Kampf gewesen wäre. Du, trink. So. Also der Nekromant ist tot. Das heißt, alles, was ich jetzt nochmal töte, bleibt tot. Weg. Schluck. Lalala. Das war so ein Ranlock-Schädel. Ja, nö. Au. Die machen mal die lustige Attacke nicht mehr, die sie vorher gemacht haben, wo sie sich so nach vorne wirbeln und auf dem Boden dann liegen bleiben. Im zerschetterten Zustand. Versuche rollen. Nicht hier. Was? Also für die Verfluchung ohne da. Hallo? Help me, Skeleton. Achso, da drüben ist der Schalter. Ja genau, drück mal den Schalter, Junge. Das wird er nicht machen. Eben als ich panisch zurückgelaufen bin, habe ich noch einen zweiten Weg gesehen. Den sollten wir vielleicht mal gehen. Genau, hier rechts rum. Echt runterfallen. Und jetzt sind wir da, wo ich eben nicht lang gehen wollte, oder? Nee. Wo zur Hölle sind wir? Ich würde gern zurück. Ich würde mich gerne orientieren können. Ah, es... Oh, Viech. Ah, Viech ist runtergesprungen. Au. Zu viel Zeug. Da ist Viech. Viech. Oh. Ah, das Viech ist jetzt irgendwo runter und eventuell da gestorben. Aber wir kriegen die Loot nicht. Das ist ärgerlich. Okay. Oddball Treasure. Ja, den Treasure haben wir gerade verloren. Schatz. Oh. Daumen hoch. Da ist ein ganz knapper Vorsprung. Hurra for Pointless. Warum Pointless? Das wird dreimal Giftmoos. Hey. Au. Achso, es war ein Kopfschuss, ne? Jo, hallo? Bisschen eng hier drin. Oh, Undead Lockaway Key. Das klingt gut. Rogue Hood.
Rogue Legends. Wo zur Hölle bin ich? Also wenn das hier oben wirklich die Stadt der Untoten ist, dann wäre das da die Kapelle, wo die gute Priesterin, die wir aus der Dunkelheit gerettet wurde, gerettet haben, geopfert wurde. Sieht zumindest so aus. Also es gab, ne, einmal die Stadt der Untoten und dann dahinter noch ein Gebiet mit den ganzen Untoten. Und da war auch die Kapelle und der Schmied und so weiter. Und ja, die Sachen sehen hier alle anders aus. Aber das passt trotzdem in meine Theorie rein. Meine unendliche Weltentheorie. Und wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist kein Problem. Weil wir haben jetzt keine Gegner mehr unterwegs. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal hier lang gehen und dadurch ein bisschen mehr die Übersicht behalten, wo lang was ist. Also, einmal hätte ich gerne... Die Tür werden wir nicht im Schlüssel öffnen können, oder? Das war ein Gatter, keine Tür. Ne. Ne, okay. Das Leuchtfeuer könnten wir aber eventuell öffnen. Dazu müssten wir aber zurück und nicht weiter. Also, zurück. Zurück, 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 zurück. Also ich glaube zumindest, dass es zurück war. Ja, hier. Ding. Sehr gut. Nutzen. Oh. Das Schwert kenne ich. Und wer bist du? Who are you? Das habe ich auch gerade gefragt. I thought you're that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Cheeky prick. Meinst du den Depressiven? Oder den Bärtigen mit dem Großschwert? Oder fast alle NPCs, die wir getroffen haben bisher? I am Crichton of Myra. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Oh. Paid. Ja. Ich glaube, er meint Paid. Und der ist aus Myra. Da ist die mit der Maske, glaube ich, auch her, oder? You be careful of him. Ja. Paid. I think he said. Genau. Den können wir gleich mal besuchen gehen. This rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Ne, momentan ist es ein Wort gegen das andere, ne? Also ich glaube, Gerugon wäre jetzt losgelaufen, hätte Paid einfach umgehauen. Aber Gerugon ist halt leicht zu manipulieren und doof. Talana ist das eigentlich ziemlich egal. Aber vielleicht kriegt sie ja von Paid irgendwas erpresst oder dergleichen. Weil Talana könnte jetzt ihm hier verpfeifen, wo Paid ist. Und das müsste Paid wissen. Ja, das testen wir mal. Travel. Da. Schnellster Weg zu Page. Hier. Ja, ist es. Bin ich gerade im Kopf lang gelaufen. Sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn man die Gebiete schon so ein bisschen kennt und sie einmal im Kopf dann einfach durchläuft und weiß, wo man landet. Also wir müssen jetzt hier runter. Rutsch, 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 rutsch. Schnelle Zauber auswählen. Die Gegner halten hier nicht so viel aus. Treffen wäre aber schon schick. So. Dann links rum. Da ist unten der Schlafende. Den wecken wir mal auf. So.
dann hier hoch, links rum. Durch die Barrikaden durchbrechen. Und dann runter und geradeaus und wir sind da.